Also, was soll ich sagen? Still ruht der See. Kein Mensch da, ob es am Wetter liegt, ich weiß es nicht. Wenn ich mir das hier angucke, bis zu dem Punkt da vorne, wo die Maschine steht, ist alles schön in der Waage. Dann geht es ein bisschen abschüssig bis zum Ende. Da muss wohl noch was aufgefüllt werden. Ich kann das jetzt nicht erkennen, ob das ein anständiges Bild wird, weil die Sonne da rein scheint. Wie gesagt, nochmal, es handelt sich hier um die Südtribüne. Ein klares Indiz dafür ist ja, dass genau gegenüber die Nordtribüne bzw. Nordkurve ist. Das ist also genauso wie bei den Polen. Ich meine damit jetzt nicht die Nation bzw. die Leute, die da überwiegend wohnen, sondern Nordpol, Südpol. Haben wir also was gelernt, ne? Ich gucke jetzt mal, wie es hinter der Mauer aussieht, ne? Also hier können wir sehen, die unterste Ebene ist praktisch, sind die Fundamente fertig gegossen. Sehr wahrscheinlich 20 Stück an der Zahl. Das ist jetzt hier die zweite Ebene. Das erste Stück haben sie schon so eine Feinschicht gemacht. Matten liegen schon hier. Und da vorne haben sie es ja jetzt wenigstens so ein klein bisschen begradigt. Aber hinten leicht abschüssig. Aber wird sicher noch gemacht. Beim Rest ist Warten angesagt. Das ist hier viel zu steil. Da kommen die nicht mit klar, mit diesen Bergwellen. Da muss noch einiges gemacht werden. Viel ist nicht zu berichten, tut mir leid. Hier könnt ihr euch mal so eine Form angucken, wo das Fundament reingegossen wird. Und davon kommen hier 20 Stück auf der Reihe. Überall wird man fündig. Man muss nur genau hinschauen. Ich sage dazu immer, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. In Ausnahmefällen, da wird auch mal ein Wellenbrecher sein. Naja, ein Stadionverbot wird es dafür nicht geben. Wollen wir mal hoffen. Das ist jetzt mal hier nur für ein Bingo. Das ist ja seine Lieblingsecke. Muss ich dich aber enttäuschen. Es ist nichts gemacht worden. Noch immer kein Mutterboden. Aber sollen wir uns mal überraschen lassen nach Ostern. Also insgesamt gesehen bin ich enttäuscht. Aber jetzt fangen sie gerade wieder an zu arbeiten, haben wohl ein bisschen länger Pause gemacht. Jetzt schwebt gerade die zweite Form für die Fundamente ein. Wollen wir Beste hoffen. Der gute Wille ist da. Ich sag ja, man muss nur lang genug warten. Da schwebt schon der dritte Teil rein. Jetzt geben sie aber Gas. Und Betonauto ist auch schon da. Wird jetzt gleich sogar noch was gefüllt. Geht voran. Jetzt gibt es gerade Beton für die Feinschicht auf der ersten Ebene da oben. Und morgen sollen Fundamente gegossen werden. In die Birne passt einen halben Kubikmeter rein, hat sie mir gerade gesagt. So sieht das Ganze jetzt mal von oben aus. Also wie gesagt, nicht, dass das vergessen wird, handelt sich hier um die Südkurve bzw. Südtribüne.
Nicht, dass da wieder so Nachfragen kommen. So viel ist ja nicht zu zeigen. Jetzt kommt zum Schluss noch ein kleiner Karlauer. Da muss sich keiner angesprochen fühlen. Das sagt man so. Wenn man einen Kölner fragen würde, warum heißt die Tribüne Südtribüne, dann würde der sagen, weil man von do besser Süd. Ich hoffe, ihr habt den verstanden. Schönen Tag noch.